Ja, ich grüße euch ganz herzlich hier von der Fahrvorstellung des neuen BMW 3er. Ein ganz wichtiges Auto für BMW, ein wichtiges Auto für die Leute auch in Deutschland. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und sind hier nach Portugal gekommen, das Auto zu fahren. Und ich habe hier einige Experten versammelt. Hier steht jetzt Michael Markewka. Er ist für das Design des neuen 3er verantwortlich und er kann uns natürlich bestens sagen, was es zum Design des neuen 3er zu sagen gibt. Michael, leg los. Ja, gerne. Das Wichtigste beim Design eines Automobils ist immer die Proportion. Und der neue 3er hat unserer Ansicht nach sehr gute Proportionen, sehr typische Proportionen für eine sportliche, kompakte BMW-Limousine. Wir haben relativ große Räder, einen kurzen vorderen Überhang, einen langen Radstand, einen langen Abstand zwischen Rad und der Tür, sodass das Fahrzeug wirklich auch ausstrahlt, dass es auf einer Heckantriebsarchitektur aufgebaut ist. Und dazu spielt dann auch eine Rolle, dass eben die Kabine, das Greenhouse, nach hinten versetzt wirkt. Sehr lange Motorhaube, kurzes Heck und damit wirkt das Fahrzeug schon im Stand sehr dynamisch und scheint losspringen zu wollen. Ja, Dynamik und Sportlichkeit ist natürlich etwas, wofür der Dreier steht. Absolut. Und die Maße, das hat sich ja, habe ich gelesen, das hat sich ja auch, das Auto ist größer geworden, ist breiter geworden, ist etwas länger geworden, nur die Höhe hat nicht zugenommen. Inwiefern wirkt sich das auf das Design aus? Also, dass wir die Höhe halten konnten, das ist natürlich gut, weil das Fahrzeug einfach dadurch flach bleibt und in den Front- und Heckansichten hat die zusätzliche Breite dem Design natürlich gut getan, das ist zuträglich. Auch in den Designelementen bei Front und Heck war es uns wichtig, dass das Fahrzeug optisch satt auf der Straße steht, ja. und die Breite betont. Es ist absolut richtig, der Dreier steht für die sportliche, kompakte Limousine und für die Kernwerte der Marke BMW, eigentlich wie kein anderes Fahrzeug unseres Portfolios. Und wir Designer wollen natürlich auch die Werte, die Fähigkeiten eines Fahrzeugs visualisieren und zum Ausdruck bringen. Und wenn man das Fahrzeug fährt, ist man beeindruckt vom Fahrwerk, von der Fahrdynamik, vom Antrieb und diesen Fahrspaß wollen wir natürlich auch in die Form übertragen. Wunderbar. Dann gehen wir doch einfach nur ein bisschen ums Auto herum. Wir sind jetzt ums Auto herumgegangen und sind hier am Heck. Das Heck ist natürlich auch ganz wesentlich für die Wiedererkennung, auch das Design des Lichts. Was gibt es hier zu sagen? Was hat sich hier verändert? Ja, also ich sprach schon von dem Zugewinn an Breite, was wir durch die Designelemente auch nochmal unterstreichen wollten. Insbesondere die Leuchten zeigen zum einen die klassische bekannte BMW-Signatur in L-Form, aber ist sehr reduziert, sehr einfach gehalten und wesentlich schlanker. Und die Leuchte ist jetzt auch dreidimensionaler geworden. Und das verleiht dem Heck, denken wir, Modernität und Präzision. Mir fällt auf hier dieser angedeutete Heckspoiler. Ja, also dieser Heckspoiler, der läuft eigentlich in einer sehr dynamischen Linie um das Auto herum nach vorne und ist ein wesentlicher Beitrag auch zur sehr guten Aerodynamik. Wir erreichen je nach Motorisierung bis zu 0,23 CW-Wert. Ja. Und diese Aerodynamik ist eben im Design inszeniert, aber nicht in einer unterkühlten Art, sondern in einer sehr emotionalen, dynamischen Art und Weise. Das ist uns sehr wichtig, dass das Fahrzeug nicht so technisch wirkt, sondern eben auch die Emotionalität zum Ausdruck bringt. Wir haben vorhin mal kurz über das Designkonzept gesprochen, das dem neuen Dreier zugrunde liegt. Was sind die Grundsätze gewesen bei der Entwicklung des Designs? Ja, also hervorheben möchte ich unsere neue Designformsprache, also wie wir die Skulptur, die Linien, die Flächen behandeln. Da haben wir jetzt eine neue Epoche begonnen, auch mit dem X5, mit dem Z4 und der Dreier ist eben auch ein Repräsentant dieser neuen Formsprache. Die stellen wir unter die Überschrift Precision and Poetry, also Präzision zum einen, dass wir sehr klar gezeichnete Grafiken haben, wie beispielsweise bei den Rückleuchten oder bei den Frontscheinwerfern. Andererseits haben wir auch die Kanten im Blechkleid so scharf wie möglich ausgeführt. Also da haben wir einen ganz neuen Maßstab gesetzt. Das sind extrem präzise Kanten, weniger Linien.
die aber umso ausdrucksstärker sind. Und dann eben keine kühle Präzision, sondern eine emotionale Präzision. Die Linien unterstreichen die Dynamik des Fahrzeugs und spielen sehr stark mit großzügigen modellierten Flächen. Und hier auch dieses Volumen über dem Hinterrad, das zeigt richtig, das Fahrzeug hat Kraft und steht satt auf der Straße und bringt die Kraft der tollen Motoren auch eindrucksvoll dann auf die Straße. Ja, hier steht jetzt der 320D. Das ist der Einstiegsmotor. Aber dazu werden wir nachher von deinen Kollegen, von den Motorenexperten mehr hören. Hm. Ja, das waren die ersten, die wichtigen Sätze vom Experten hier zum Design des neuen 3er BMW. Wir haben uns jetzt mal ins Auto gesetzt. Wir wollen euch natürlich auch zeigen, wie das Auto innen aussieht. Und hier hat sich unglaublich viel getan. Hier hat wirklich die Digitalisierung Einzug gehalten. Und Michael, erzähl mir mal, was hat sich hier bewegt? Was ist hier alles neu? Ja, eben die Digitalisierung und das User Interface hat uns Designern auch in der Geometrie ganz neue Möglichkeiten gegeben. Ein BMW-Cockpit und ein Dreier-Cockpit ist sehr stark fahrerorientiert und über die Digitalisierung haben wir das nochmal fokussieren können. Der Zentraldisplay ist jetzt auf einer Sichtachse mit dem neu gestalteten iCombi. Ja. Ist auch über einen Bogen hier im Glas verbunden. Ja, erstmalig hier haben wir ein gebogenes Glas. Ah, ja. Und das zeigt auch an, wie Information je nach Relevanz für den Fahrer vom Zentraldisplay ins Kombi und dann auch in das Head-Up-Display wandern können. Und damit ist im Prinzip auch diese Fahrerorientierung hin zur Fahrbahn nochmal klarer unterstrichen. Und außerdem ist dieses Display ja auch sehr gut touchbedienbar und liegt perfekt auch in der in der Ergonomie der Greifschale. Ja, man sieht schon, es hat sich wirklich auch die Zahl der Schalter hat sich verringert. Das Ganze wirkt aufgeräumter. Einfach so, wie man es sich heute in einem modernen Auto vorstellt. Ganz genau. Also wir haben auch die Proportionen wesentlich verschlankt. Wir haben hier die Höhe deutlich abgebaut. Und aufräumen, genau das ist das richtige Stichwort. Das Cockpit ist wesentlich klarer gezeichnet, großzügige Flächen und die Details mit sehr viel Liebe und sehr viel Detailqualität ausgearbeitet. Ja, und wir haben eben die Einheiten geschaffen. Also wir haben Funktionscluster gebildet, wie hier die Klimabedienung, die mit den Ausströmern zusammengelegt wurde und die zentrale Bedieneinheit in der Mittelkonsole beinhaltet dann auch fahrrelevante Elemente. Und hier haben wir etwas, was ich sehr schätze, was inzwischen aus dem einen oder anderen Auto schon wieder verschwindet, aber ich liebe diesen Knopf hier. Ja, wir wollen auch unseren Kunden die Möglichkeit geben, das Fahrzeug so zu bedienen, wie sie sich am wohlsten fühlen. Und es gibt Menschen, die den Controller nicht missen möchten. Andere lieben die Touch-Bedienung. Die Sprachbedienung ist über den Personal Assistant nochmal auf ein neues Level gehoben worden. Ich habe schon gesehen, die funktioniert jetzt wirklich hervorragend. Ich kann mit dem Teil sprechen. Das ist wirklich wunderbar. Das ist etwas, wo man früher sich gar nicht vorstellen konnte. Wenn man früher eine Straße eingegeben hat, dann hat es geheißen, ja, meinen Sie die oder jene Straße? Und heute spreche ich und das Auto versteht mich. Ja, und diese multimodale Bedienung war uns eben wichtig, dass der Fahrer eben das Fahrzeug ganz intuitiv bedienen kann und sich damit auch entspannen kann und sich auf seine Fahrt konzentrieren kann. Ja. Ja, Michael, wir sind jetzt noch mal an der Front und die Front ist für mich an diesem Auto besonders interessant, denn diese Räumlichkeit, die das Auto jetzt hat, die gefällt mir besonders gut. Aber du bist der Designer, erzähl uns mal, was ihr hier gemacht habt, was ihr hier an der Front für Gedanken gehabt habt, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Ja, auch die Front soll die Dynamik, den Fahrspaß irgendwo widerspiegeln. Das fängt an mit der sehr langgezogenen Motorhaube, die sich so dynamisch nach unten duckt. Auch hier wieder sehr präzise Kanten, die auch in der Querform das Volumen schön definieren und auch aus der Fahrerperspektive von innen dann eine schöne Landschaft bilden. Das heißt, ihr schaut auch drauf, wie der Fahrer nach außen guckt. Absolut, ja. Was er vorn vom Auto noch sieht. Vom Auto noch sieht, ja. Und dann haben wir eben eine sehr tief geduckte Front, die sehr, sehr breit wirkt, einen sehr fokussierten Blick durch die angestellten Scheinwerfer. Auch hier wieder eine sehr
präzise, klare, moderne Grafik, die dann auch über die Außenlinie, Außenkontur Bezug nimmt auf das Vier-Augen-Gesicht, was typisch ist für BMW. Wir haben drei verschiedene Arten von Scheinwerfern und alle sind eben abgestimmt auf diese Kontur. Der Grill hat sich natürlich auch stark verändert. Was gibt es zum Grill zu sagen? Der gefällt mir ausgesprochen gut, aber was habt ihr dabei gedacht? Ja, ist wesentlich dreidimensionaler ausgeformt in alle Richtungen, ist präsenter und sportlicher, nimmt also mehr Fläche auch an der Front ein, ist jetzt in der Mitte verbunden, zeigt auch hier im Schnitt diese typisch BMW Sharknose, wie wir es nennen, also nach vorne geneigt. Und er hat jetzt auch die aktive Luftklappensteuerung sichtbar im Grill aufgenommen. Das heißt, diese hintere Ebene öffnet und schließt sich je nach Kühlbedarf des Motors. Und das ist ein wesentlicher Beitrag auch zur Verbesserung der Aerodynamik. Und aerodynamisch sind auch die Air-Curtain-Öffnungen, die hier die Luft gezielt in das Rathaus führen. Man sieht hier auch richtig durch. Man kann das erkennen, dass hier die Luft rein und hinten wieder rauskommt. Und wir haben uns hier formal an einem Naker Aerodynamik-Element aus dem Flugzeugbau inspirieren lassen, haben das also inszeniert und dann auch die Nebelleuchten dort integriert. Sehr schön. Ja, Michael, das war's zum Außendesign. Ich gehe jetzt weiter zu deinen Kollegen. Danke recht herzlich für deine Informationen zum Design. Und man sieht wieder mal, Design ist nicht nur Optik, Design ist auch Funktion. Vielen Dank, Michael. Danke dir. Jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir etwas zum Design gehört haben, noch hören, wie geht dieses Ding denn vorwärts? Der Antriebsstrang, der Motor, das Getriebe, das ist wichtig. Und wer kann mir mehr dazu sagen als Michael Rath? Er ist für den Dreier zuständig, für den kompletten Antriebsstrang. Ja, Michael, was kannst du zum Antrieb sagen? Wir stehen ja hier vor dem 320D. Übrigens, der Preis ab 40.450 Euro wird es den jetzt geben. Der ist im Moment die Einstiegsvariante. Erzähl uns was zum Antrieb des neuen 3er BMW. Ja, wir stehen hier bei dem 320D mit 140 kW und 400 Newtonmeter. Das Fahrzeug beschleunigt mit der Automatik mit 6,8 Sekunden auf 100. Es fährt Topspeed 240 km/h und es ist natürlich ausgestattet mit der letzten Technologie bezüglich Abgasnachbehandlung und wir füllen EU6 Detent mit dem Fahrzeug. Bedeutet SCR-Technologie? Genau, bedeutet eine sehr komplexe Abgasnachbehandlung. Wir haben zum ersten Mal im 320D eine Zwei-Stufen-Aufladung mit einer variablen Turbine, die uns hilft, den Verbrauch signifikant zu reduzieren. Wir reden hier im Zyklus von 4%. Und der Turbolader hilft uns natürlich auch, die Emissionen zu reduzieren. In der Nachbehandlung haben wir dann einen Dieselpartikelfilter. Heißt 6D Temp? Heißt 6D Temp, ja. In der Nachbehandlung arbeiten wir mit einem Dieselpartikelfilter, den wir auch schon aus dem Vorgänger kennen, einem NOx-Speichercut und einer AdBlue-Nachbehandlung in dem SCR-System. Das bedeutet, nach aktueller Gesetzgebung kann man mit diesem Auto überall hinfahren? Ja, natürlich. Das ist wichtig für die natürlich. Käufer. Diese Sicherheit muss man haben, wenn man heute ein neues Auto kauft. Ja. Und um eine möglichst hohe Reichweite für den Kunden zu erzielen, haben wir zwei sehr große AdBlue-Tanks integriert mit in Summe knapp 19 Liter, sodass wir wirklich eine sehr, sehr hohe Reichweite mit AdBlue haben. Wie lange kann man da in etwa fahren, ohne AdBlue nachfüllen zu müssen? Das hängt sehr, sehr stark von den Fahrzyklen ab, die man fährt, von Last, von Außentemperaturen. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Hänger fahren, ist es deutlich, deutlich weniger Reichweite. Aber es geht hoch bis zu 15.000, 20.000 Kilometer. Gut. Wir haben hier als Basisgetriebe welches verbaut? Wir haben in der Basis einen 6-Gang-Handschalter und eben als Option das Automatikgetriebe, das wir hier sehen. Das ist unser 8-Gang-Automatikgetriebe in der dritten Generation mit einem Wandler, ja genau, mit sehr hohen Schaltgeschwindigkeiten. Und es fährt sich das Gesamtpaket wirklich sehr sportlich. Ja, ich habe ja schon die Gelegenheit gehabt. Mir gefällt dieses Wandlergetriebe sehr gut, weil ich finde, es erinnert sehr eher noch an ein Doppelkupplungsgetriebe. Es ist sehr sportlich. Ja. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ein Vergleich mehr zu alten Wandlergetrieben, wie man sie von früher vielleicht noch kennt. Ja, das Gefühl, das man früher hatte, dass der Wandler so eine Weichheit, so eine Verzögerung reinbringt, das ist bei diesen Getrieben komplett weggegangen. Und wir haben es geschafft, eine sehr präzise und sehr knackige Schaltung zu machen, was zu dem Antrieb und auch zu dem Gesamtfahrzeug des neuen Dreiers, der ja sehr sportlich ist, wunderbar passt. Sehr schön.
Und der Verbrauch, wie sieht es da aus? Hier, weil das ist für die Menschen auch wichtig. Hier starten wir bei 4,2 Liter in der Basis und je nach Ausstattung bis zu 4,5 Liter. Ich bin vorhin mal so ein Stückchen gefahren. Wenn man in der Realität, glaube ich, einen Liter mehr braucht, ist es immer noch ein sehr, sehr guter Wert, würde ich sagen. Ja, wir nähern uns ja mit WLTP deutlich mehr den Kundenzyklen an, aber natürlich spreizt der Kundenzyklus und in der Realität ist es auch sehr... Hängt sehr natürlich davon ab, wie stark man das Auto fordert, ganz, ja, ganz klar. Ja, was gibt es neben dem 320D denn noch? Wir haben natürlich ein deutlich breiteres Antriebsportfolio. Neben dem 320D starten wir auf der Dieselseite bei einem 18D mit 110 kW. Und gehen logischerweise jetzt im Erstangebot hoch bis zum 30D. Wir haben auf der Benzinerseite einen 320D im Einstieg mit 135 kW. Wir haben einen sehr tollen 330i mit 190 kW. Und wir werden Mitte nächsten Jahres einen M340i haben, was der stärkste M340i ist, den wir jemals hatten, mit satten 275 kW. Und das Auto macht richtig Spaß. Das kann man vorstellen. Ja, Michael, vielen Dank. Gibt es noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Hätte ich mehr fragen müssen? Ich denke, wir sind an den wichtigsten Themen vorbeigekommen. Ja. Ich glaube, das war's. Vielen Dank. Jetzt muss es nur noch toll sein beim Fahren und ich bin gespannt, was da noch auf mich zukommt. Viel Spaß. Vielen Dank. Ich hier mit Robert Rothmiller. Er ist zuständig für die Fahrdynamik beim 3er BMW und Fahrdynamik ist für ein 3er BMW natürlich ganz, ganz wichtig. Die Leute kaufen dieses Auto, weil es sich dynamisch fährt und das ist natürlich auch für die Entwickler eine Herausforderung. Der Robert war von Anfang an mit dabei, hat das Auto mitentwickelt und deswegen kann er uns natürlich alles sagen, was hier in dem Zusammenhang wichtig ist. Robert, leg los. Perfekt, danke dir. Die siebte Generation des 3ers, natürlich auch wieder Fahrdynamik, du hast es gesagt, das wichtige Ziel. Das wichtige Ziel ist aber auch, es soll ein mühelos schnelles Auto sein. Es soll jetzt ein ausgewogen sportliches Auto sein. Und vom Anfang an war für uns klar, wir brauchen wieder perfekte genetische Voraussetzungen. Wir haben jetzt hier in dem 320 Diesel, genau wie im 330i, eine super Achslastverteilung von 50-50 Vorder- zu Hinterachse. Die Kollegen hatten es auch schon gesagt, das Fahrzeug ist leicht gewachsen in jeder Raumrichtung und obwohl es größer ist, nicht höher geworden, ganz minimal Millimeter, ist es sogar 55 Kilogramm leichter geworden als der Vorgänger. Was positive Effekte für die Dynamik hat und vor allem die Massen sind relativ dezentral reduziert worden. Bedeutet auf Deutsch, das Auto ist agil geworden, was ja für einen 3er BMW in so einer Größe sehr, sehr wichtig ist. Massenverteilung ist das eine. Das andere ist natürlich, wir haben viel gelernt über Simulationen, auch vom ersten, noch bevor das erste Fahrzeug auf der Straße ist, über Simulationstools auszulegen, wo brauchen wir im Fahrzeug Steifigkeiten. Steifigkeiten, um ein Fahrwerk an die Karosserie anzuschrauben. Und zum Beispiel hier direkt in der Front, wo wir das Federbein oben an die Karosserie schrauben, hier im Federbeindom. Sollen wir mal aufmachen vorne? Gerne. Mach mal auf und ich hebe die Motorhaube hoch. Dann kannst du uns hier zeigen. Das heißt, hier vorne herin, genau dieser Knoten, wo wir das Federbein hier an die Karosserie schreiben, das ist hier die Federstütze als Oberteil, die haben wir im Vergleich zum Vorgänger um 50% steifer ausgelegt. Das heißt, das größte Fahrwerksbauteil, die Kollegen lieben mich dafür, die Karosserie ist das größte Fahrwerksbauteil, die hat hier einen immensen Einfluss und da, wo wir uns festhalten dürfen dran, haben wir sinnvoll die Steifigkeiten erhöht. Diese Steifigkeiten ermöglichen uns genau das Ziel für die Dynamik, ein sehr, sehr präzises Fahrzeug. Das heißt, da weicht nichts aus, wo es nicht sollte. Und das sind die zwei Grundvoraussetzungen, eine sinnvolle Achslastverteilung, Genetik, was die Gewichtsverteilung betrifft und eben die Steifigkeitsverteilung. Und dann, jetzt kommen wir dann in die späteren Entwicklungsphasen, sind wir in der Lage, dass wir verschiedene Systeme integrieren. Und das erste Mal, dass wir hier zeigen, dass es BMW integriert, sind hubabhängige Dämpfer. Die sind in jedem Basisfahrwerk und in jedem M-Sportfahrwerk drin. Genauso auch in diesem Fahrzeug. Und wir zeigen jetzt absichtlich auch diese neuen hubabhängigen Dämpfer, nicht nur top of the range, die adaptiven, sondern genau diese hier. Hubabhängig hört sich wie schwarze Magie an. Was ist darunter zu verstehen? Das Ziel, das wir damit haben, ist, dass wir die Aufbaukontrolle, wie das Fahrzeug auf der Straße liegt, sehr, sehr stark beruhigen, dass wir die Vorderachse darin hindern, uns auszuwerfen und dass wir die Hinterachse, wir können hier beim Dreier, es ist schönes Wetter, 500 Kilogramm Wasser hinten einladen, heute Abend vielleicht 500 Kilogramm Wein, da brauchen wir eher Zusatzdämpfung in Druckrichtung. Ja. Bedeutet, wir haben an beiden Achsen einen, ich nenne es am liebsten Dämpfer im Dämpfer, der uns in Zugrichtung, wie an der Vorderachse, wie auch in Druckrichtung an der Hinterachse Zusatzdämpfkräfte bietet, die eine enorme Aufbaukontrolle und Souveränität bieten. Alles trägt dazu bei, dass wir ein mühelos schnelles Fahrzeug haben werden. Und man wird es auch im Fall nachher sehen. Das heißt, eine schöne Kombination aber auch aus
Komfort und Dynamik. Genau. Weil das Auto ist ja nicht nur ein Sportwagen, es ist natürlich auch ein Auto, das man benutzt. Genau, perfektes Stichwort, weil diese hubabhängige Zusatzdämpfung, die ist in der normalen Lage hier noch nicht im Eingriff. Das heißt, um die Mitte sind wir jetzt relativ weich. Und sobald wir in diese Zusatzdämpfung fahren, schalten wir 50-40% Dämpfkraft obendrauf. Bedeutet, was wir auch nachher gleich hören werden, wenn wir mit dem Fahrzeug losfahren, das ist wahnsinnig solide. Da hilft uns wieder die Steifigkeit, da helfen uns die Dämpfer an Vorder- und Hinterachse. Ein mühelos schnelles Auto, was gleichzeitig sehr, sehr solide und souverän ist, zu generieren. Komfort ist wichtig. Mit jedem M-Sport-Fahrwerk haben wir jetzt auch Sportlenkungen verknüpft. Das heißt, eine variable Sportlenkung, die noch direkter ist als die Basislenkung. Und die ist immer mit dem Sportfahrwerk verknüpft. Bedeutet, jedes Basisfahrwerk hat eine Basislenkung, jedes Sportfahrwerk hat eine Sportlenkung, um dem Kunden ein sinnvolles, funktionales Paket zu bieten. Deswegen rede ich am liebsten von Paketen. Mhm. Genau. Im 320 Diesel, hier haben wir es nicht im Angebot, aber im 330i haben wir ein neues Angebot an Sonderausstattungen namens elektronisch geregelte Hinterachssperre. Im Vorgänger gab es es als Sonderzubehör, mechanisch geregelt. Die hier ist dann elektronisch geregelt. Wie gesagt, als Option für einen 330i und 330 Diesel, die ein schönes Tool für uns in der Entwicklung, aber auch für den Kunden ist. Sie hilft uns natürlich für Traktion. Wir können sie aber auch für eine Agilisierung hernehmen. Das heißt, wenn wir um eine enge Kurve fahren und das innere Kurveninnere Rad normalerweise zu schnell dreht, zu viel Schlupf aufbaut, ja, und wir dann die elektronische Sperre schließen, dann transferieren wir ja das Drehmoment von innen nach außen und das Kurvenäußere Hinterrad, Entschuldigung, pusht uns so richtig in die Kurve rein, das agilisiert uns richtig. Ja. Kann man nachher im 330i auch gerne noch erleben. Top of the Range bedeutet, im M340i Allrad haben wir immer ein M-Sportfahrwerk, haben wir immer die Sportlenkung und haben wir auch immer die Sperre mit drin. Das heißt, Top-Antrieb trifft immer Top-Fahrwerk. Das heißt, der höhere Preis wird auch, aber auch durch eine höhere Ausstattung erklärt, begründet. Natürlich, natürlich, ganz klar. Sehr gut. Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank für diese Worte zur Fahrdynamik, die, wie gesagt, beim 3er BMW natürlich ganz wichtig ist. Und deswegen haben wir uns gern Zeit dafür genommen. Und um diese Fahrdynamik zu erleben, wollen wir natürlich jetzt auch mit dem Auto fahren. Zwei Einstellmöglichkeiten, das ist Sport und Komfort, wobei wir finden, beides, nämlich Sport und Komfort, ist doch sportlich ausgelegt. Die Lenkung wird entsprechend verändert, wenn man in den Sportmodus geht, und das macht schon einen richtigen Spaß. Wir haben hier ja den 320 Diesel, und dieser Vortrieb, der hat 400 Newtonmeter, die er auf die Straße bringt. Das ist schon wirklich schön, schaut euch das mal an hier. Auf solchen Straßen macht es. Ja, so, ich zeige euch jetzt mal, was dieser neue 3er BMW hier Besonderes kann. Er kann nämlich 50 Meter rückwärts fahren, ohne dass man lenken muss. Also er fährt eine davor gefahrene Strecke genauso wieder zurück, wie man sie reingefahren ist. Das ist interessant, wenn man an einer engen Stelle fährt. Wenn es immer enger wird und man erkennt am Ende, oh, da geht es nicht weiter und man muss wieder zurück, und das ist doch oft sehr unangenehm. Jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich fahre euch mal in eine Situation, wo es eng ist, und dann zeige ich euch, wie das Auto dann vollautomatisch zurückfährt. So, fahre ich hier rein, bis zu 37 Stundenkilometer
funktioniert das, dann zeichnet dieses Auto die Strecke genau auf, die ich vorwärts gefahren bin, wie gesagt, auf bis zu 50 Metern. So, jetzt seht ihr vorn, da geht es nicht weiter. Ich muss anhalten, denke, oh Gott, was mache ich jetzt? So, und da hilft mir diese neue 3er BMW, indem ich Folgendes mache. Ich lege hier den Rückwärtsgang ein und hier im Display sieht man jetzt Rückfahrassistent. Den aktiviere ich. Jetzt kann ich das Lenkrad loslassen, muss aber nur noch die Bremse natürlich kontrollieren, damit er nicht zu schnell wird. Aber ihr seht jetzt gleich, das Auto lenkt selbsttätig. Schaut jetzt mal, jetzt bewegt sich das Lenkrad, meine Hände sind weg. Und was ich tue, ist lediglich die Bremse zu bedienen, damit es nicht zu schnell wird. Ja, ich mache das jetzt mal ganz bewusst langsam, man könnte es auch etwas schneller machen. Es funktioniert bis zu 7 Stundenkilometern. Ja, das ist aber eine sehr hilfreiche Geschichte. Stellt euch vor, eine italienische enge Gasse, mal Angst, dass man irgendwo drauf fährt. Und hier hilft dieses Auto wirklich mit diesem System perfekt aus der verzwickten, aus der engen Situation. Schaut mal, jetzt fahren wir hier wieder aus der Garage raus. Die Hände sind nach wie vor weg vom Lenkrad und ich bin wieder befreit und wieder in einer normalen Verkehrssituation. Ja, das ist der Rückfahrassistent im neuen 3er BMW.